Hi, mein Name ist Micky Monumental, ich bin Parfumsammler aus Österreich. Willkommen auf Pleite wegen Düfte. Und weil das hier so scheiße war, habe ich mir gedacht, ich laufe los und kaufe von der Firma noch mehr. Beziehungsweise angeblich soll von der Marke, die halt das hier produziert, du weißt, Harem al-Sultan in Gold, das gibt's auch in Silber. Das andere Zeug soll irgendwie besser sein und so wenige reden darüber, deswegen schauen wir uns das heute an. Außerdem, das ist ein Notino Hall. Geld ist gut, Geld ist geil. Slash ein bisschen Amazon auch. Geld ist gut, Geld ist geil. Eventuell auch Müller, ich weiß noch nicht, was ich zeigen werde. Aber es ist ein Haul, ich habe neuen Shit gekauft. Diese Dinger hier, dieses Tesori de Orient, diese italienische Scheiße, über die letztes Jahr so viele gesprochen haben. Ich habe mir hier ein paar bestellt. Kann ich das jetzt alles halten? Wahrscheinlich nicht. Wow. 8 Sorten habe ich gekauft. Ich habe keine Ahnung, was mich erwartet. So viele sagen, das ist geil. So viele sagen, es ist Schrott. Werden wir sehen. Außerdem, ich bin ein bisschen schwach geworden. Das erinnert mich so ein bisschen an meine alten Drogerieholz von früher. Ich habe von Tesori de Orient so viel Shit wieder gekauft. Ich habe von der Marke das Duschgel. Ich glaube, ich habe das hier. Die zwei hatte ich schon einmal. Das war gut, verdammte Scheiße. Das war so gut, dass ich mir alles andere, was heißt alles andere, also was ich bekommen konnte, also an Körperpflege habe ich mir von denen auch bestellt. Ich weiß aber noch nicht, ob ich das filmen werde, ob das relevant ist. Beziehungsweise, ich glaube, ich werde das heute nicht zeigen. Machen wir es so. Wie viele von euch interessieren sich für Körperpflege? Keine Ahnung. Aber irgendwie, weil die Sachen doch schon geil sind, kribbeln meine Finger und ich habe mir gedacht, ich mache ein eigenes Video, wo ich die Körperpflege von denen vorstelle. Würde sich das überhaupt irgendeine Sau von euch anschauen? Schreibt's in die Kommentare. Ansonsten bleiben wir bei den Düften. Okay, die Düfte, also Fokusdüfte heute einmal, ja. 12 Stück. Boah, voll geil. Heute schauen wir uns 12 Düfte an, gesamt. Yay! Was habe ich ausgegeben? Nicht so viel. 144 Euro. Geld. Geld ist gut. Geld ist geil. Geld. Für die Düfte mit der Körperpflege war es, glaube ich, 200 irgendwas. Und gekauft habe ich den Shit natürlich wieder mal auf Notino. Hey Notino, falls irgendwer von euch im Marketing wach ist, wäre es einmal nett, wenn ihr mal irgendwie in irgendeiner Form auf meine Videos reagieren würdet, weil ich habe so viel scheiß Werbung für euch gemacht und keine Sau reagiert drauf. Und die restlichen Sachen auf Amazon. Also ich glaube 2 Sachen auf Amazon. Aber das erkläre ich im Laufe des Videos eh. Ja, strecken wir das Intro nicht unnötigerweise lange in die Länge. Du weißt, was ich meine? Legen wir los. Ich habe das Gefühl, ich habe heute irgendwie zu oft geklatscht. Fangen wir an. Wir müssen mit dem hier anfangen. Also. Boah, irgendwie. Das Hemd ist neu und die Krawatte ist neu und irgendwie werde ich damit nicht warm, beziehungsweise sitzt das noch nicht so, wie ich mir das gewünscht habe. Whatever. Harem al-Sultan, wir wissen, das ist der, das war letztes Jahr der, ich habe so viel darüber gesprochen, auch weil ich die Fakes gekauft habe, UPIA. Das war letztes Jahr auf TikTok das meistgehypteste Parfumöl ever. Total zu Unrecht, das ist ein Schatz, das brauchst du nicht in deinem Leben. Aber ich damals so wuschig war und das gab's ja damals. Ich weiß gar nicht, wie ich diese Marke... Die Marke hat so einen scheiß Namen. Ich blende ein Video ein, wie das Leute aussprechen. Das ist wieder sowas Arabisches, was ich über meine Lippen, über meine Zunge nicht bringe. No offense. Ich habe das ja damals verzweifelt gesucht, letzten Sommer, als es ja so the shit von the shit war. Und alle wollten das haben und überall waren nur Fakes. Dann hat's Notino endlich gehabt. Und dann habe ich gesehen, dann habe ich noch einmal zugeschlagen, weil ich habe gesehen... Na, warte mal. Zuerst hatten sie, glaube ich, nur das. Dann habe ich gesehen, hatten sie die hier auch. Und mittlerweile haben sie von dieser Marke auf Notino Ur viele andere Düfte auch und vielleicht sind die geil, keine Ahnung. Auf jeden Fall bin ich ehrlich gesagt optimistisch eingestellt, speziell jetzt Harem al-Sultan in Silver, weil ich habe ein paar Videos, dazu gibt es urwenige Videos oder nicht so viele wie fürs Goldene. Ich bin irgendwie urhyper heute, ich weiß nicht wieso. Doch ja, ich muss, es ist 12 Uhr, ich muss Gas geben, weil ich muss noch Lebensmittel einkaufen gehen und... was ist das wieder für ein scheiß Haar, Alter? Harem al-Sultan, ich habe mir nichts erwartet, als ich dann allgemein, ich bin wuschig auf dieses Video, ich freue mich, weil zuerst habe ich mir gedacht, Harem al-Sultan, die Marke, mehr von dem Scheiß, wozu Micky und dann dieses Tesori de Orient, ich hätte mir das nie im Leben, das im Geschäft hätte ich so nie gekauft. Aber wir wollen ja open-minded sein und bleiben. Als ich mir angefangen habe, dann die Infos über diese Düfte, über diese 12 Düfte rauszuschreiben, wo ich dann diese Liste so fertig hatte, habe ich mir gedacht,
Eigentlich klingt das alles irgendwie schon saugeil. Anyways, Harem als Sultan, wieso ich jetzt hier so wuschig bin? Weil das hier soll mehr Unisex sein. Das ist eine Fruchtsuppe für Mädels, die sich halt nicht auskennen, für kleine Kinder, okay? Das hier soll mehr Unisex sein und was das auch vielversprechend wirken lässt, ist, dass so viele junge Leute, also die Videos, die ich gesehen habe von den jungen Leuten, die mochten das nicht, was prinzipiell ein gutes Zeichen ist, weil viele Junge kennen sich an Nüsse aus oder schlucken halt nur den TikTok-Scheiß. Sorry. Und ich habe, also das ist glaube ich eher was für die Älteren oder für die Reiferen oder für die, die sich auskennen, weil der wird beschrieben als, das hier soll dünkler sein, das hier soll reifer sein, das hier soll mehr Tiefe haben und es soll Unisex sein. Und angeblich, das soll für den Tag sein und das soll für die Nacht sein. Und wenn man das so klingt, so hört, klingt das halt schon sehr geil. Aber was habe ich für das Scheißding bezahlt? 20 Milliliter, Noteno, 29 Euro. Bin ich beim richtigen Duft überhaupt? 20 Milliliter, das kann nicht sein. Sorry, 35 Milliliter Parfümöl. 29,50 Euro auf Notino. Also wenn das jetzt nicht der Shit von der Shit ist. Ich finde diese Parfümflaschen, ich finde diese Parfümölflaschen, diese orientalischen, allgemein pisshässlich. Aber gut, okay. So, die Verpackung machen wir schön vorsichtig zu. Wir haben schon sehr lange keine Verpackungen geschmissen, oder? So, und jetzt kommt's. Jetzt pass auf, Schwester. Falls wir komische Geräusche im Hintergrund haben, I'm so sorry, hinter mir wird gebohrt und ich habe jetzt extra alle Türen aufgemacht. In meiner Küche läuft die Waschmaschine auf Schleudergang, sorry. Was haben wir überhaupt? Ich lese dir mal die Inhaltsstoffe vor, okay? Rose, Moschus, Rosmarin, Ylang-Ylang, Oud, Amber und Weihrauch. Ich muss schauen, ob ich das mit irgendwas mischen kann. Ganz ehrlich, das Erste, was mir in den Kopf schießt, ist wieder dieser Ajax. Dieser Ajax-Blüten-Boden-Frisch-Frühlings-Bodenreiniger. Das ist ein Schaß. Ja, ich finde es besser als wie das Goldene. Also im Vergleich dazu ist es besser, ja. Aber das war's auch. Es ist einfach nur im Vergleich dazu ein bisschen besser. Aber es ist jetzt BÄM! Nö. Und die Waschmaschine in der Küche, Alter, bist du bald fertig? Eventuell finde ich was Saugeiles, womit ich das layern kann. Aber es ist jetzt okay. Also jetzt dünkler, reifer, tiefer. Nee. Schönes Öl. Absolut okay, kein Stinky, schlägt es Wellen? Nö, ist es ein Hauch besser als wie das? Ja, hast du keins zu Hause, überlegst du dir, ob du dir eins kaufen sollst? Kauf dir das Silberne. Und wie gesagt, falls ich was Geiles finde, was ich damit mischen kann, werde ich sowieso ein eigenes Video machen. Ist okay. Ehe und Öle, irgendwie läuft das nicht, ich weiß nicht wieso. Außer dieses Maka, was ich habe mit Dahab Safi mische. Über diese Mischung bin ich auch nur gestolpert. So, machen wir weiter. Ich weiß nicht wieso, aber ich schau, je länger ich mir die Verpackung anschaue, desto mehr bekomme ich Habit Rouge Vibes. Keine Ahnung wieso. Das ist von der Marke. Ich kann das nicht aussprechen, sorry. Oud Pur Rouge. Das klingt doch geil. Sieht geil aus. Kommt in einer fetten Box, also muss es geil sein. Komm schon, komm schon. Beetlejuice, Beetlejuice, Beetlejuice. Hi, ich bin's, eure Maria. Das ist 100 Milliliter Eau de Parfum. 31,90 Euro auf Notino. Das soll eher Unisex sein oder eher ein Männerduft. Und davon gibt es auch verschiedene Versionen. Also sollte das der Shit sein, wenn wir die anderen auch exploren. Ansonsten nicht. Okay. Schuba. Oh, das ist so erhaben. Wir mögen erhabene Sachen. Geil. Verpackung, Pluspunkt. Also er sollte das hochhalten, damit ihr auch seht, was passiert. Puh, ich meine... ASMR. Okidoki. Das hat mir die Verpackung besser gefallen. Ich weiß nicht, was dieses... Das sieht aus wie ein Ohr. Das kann ein Ohrring sein aus den 90ern, whatever. Ich finde den Stöpsel scheiße, sorry. Wobei... Je länger ich das hier drauf habe, desto netter wird es. Das Silver Oil von vorhin. Das hier soll ein Oud-Duft sein. Keine Ahnung, es gibt viele verschiedene. Wir testen das jetzt.
Oh, ich habe wichtige Info. ich habe euch was vorenthalten. Ich habe nicht gesagt, das hier soll ein Dupe sein. Und es geht eindeutig in die Richtung Badaboom. Das hier soll ein Dupe sein für Memo, Irish Leather. Und ja, das ist es. Ein bisschen frischer, aber ja. Das Ding ist nur, Memo-Düfte, Memo-Düfte habe ich öfter getestet im Laden. Ich wollte unbedingt einen lieben, aber irgendwie, da war keiner, wo ich mir gedacht habe, ich brauche das alle irgendwie. Memo-Düfte sind für mich, die gehen durch mich irgendwie so durch. Das ist nicht schlecht. Aber was haben wir hier drinnen? Bergamotte, Lavendel, Fräsie, Zimt, Oud, Kardamom, Amber, Leder und Patchouli. Er ist irgendwie so kräuterig, ledrig. Also wir haben hier zwar diese warmen Sachen, dieses Zimt, Amber, Leder, Patchouli, aber irgendwie, er hat trotzdem so was Transparentes. Also falls du nach einem orientalischen Duft suchst, der nicht schwülstig süß ist. Wow! Oder falls du einen Dupe suchst für Memo Irish Leather. Nicht schlecht. Ich glaube, ich brauche ein paar Tage, um damit warm zu werden. Diese finden Stöpsel scheiße. Was soll das, Alter? Ist okay. Ist alright. Und das ist wieder einer von den Düften, wo wir ein Scheiß... Ich sag's dir, der Stöpsel ist scheiße. Das muss Klick machen. Ich hasse das, wenn die Stöpsel nicht richtig drauf sind. Oh, der ist stark. Ein Hallo von Mickey aus der Zukunft, der gerade dieses Video schneidet. Leute, ich möchte erwähnen oder unbedingt einbauen, dass dieser Duft verdammt stark ist. Ich habe dieses Video für meine Verhältnisse sehr früh gedreht. Normalerweise drehe ich immer am Abend. Ich habe das gegen 12 gedreht, habe dann natürlich durchgelüftet, bin rausgegangen, habe meine Sachen erledigt und so ein bisschen auch auf das Video vergessen. Ich komme dann am Abend erst nach Hause oder besser gesagt ins Schlafzimmer hinein und dieser Duft war noch so stark, so präsent im Raum. Ja, ich weiß, während ich filme, sprühe ich alle möglichen Düfte und es ist meistens immer so ein Mischmasch-Duft im Zimmer, was ja auch nicht schlecht ist. Aber diesmal war nur dieser Duft im Raum. Also der hat wirklich alle anderen überdeckt und hat sich so lange im Raum gehalten. Also Ausstrahlungskraft von dem Duft ist irre geilo. Das war's auch schon wieder. Tschüssi. So, machen wir weiter mit... Womit denn? Ah, mit dem Ding hier. Und das soll ja auch mehr Unisex sein oder mehr Männer. Scheiße. Shiyaka. Das Ding heißt Shiyaka. In meiner Welt zumindest, oder spricht sich fix nicht so aus. Und davon gibt es auch mehrere Sorten. Ich glaube, keine Ahnung, ich werde das Bild eh einblenden. 100 Milliliter Eau de Parfum, 21, bin ich hier richtig? Ja, 21,20 €. Günstig. Ich glaube, das sieht die Flasche schön aus. Ah, das ist dieses Öl. Hey Leute, dieses scheiß Silberöl. Ich glaube, es gefällt mir doch. Packaging ist schmutzig. Da ist ein Punkt drauf, das mache ich dann mit Glasreiniger weg. Schwere. Oh, heute haben wir ASMR ohne Ende. ASMR. Die Verpackung finde ich schon nice. Das greift sich geil. Das ist geil. Was haben wir gesagt? Shiyaka. Die Stöpseln könnten fester drauf sein. Da finde ich den doch ein bisschen... Der ist feminin, der ist doch nicht männlich, unisex. Aber was haben wir hier drinnen? Bergamotte, Gardenie, Moschus, Birne, Jasmin, Pfirsich, Amber, Sandelholz und Oud. Das ist very fruity. Du weißt schon, tutti frutti. Nee, Alter, das ist kein Männerduft. Ich meine, das ist Geschmackssache, du weißt schon, knall dir drauf, was auch immer du willst, aber das ist ein fruchtiger Damenduft. In meiner Welt. Hat auch so ein bisschen Weichspüler-Vibes. Aber Pfirsich kommt hier kräftig durch. Fruchtig, bisschen blumig, feinhölzern. Ist nett, aber nicht das. Ich finde, das sieht eher so maskulin aus. Keine Ahnung, es sieht nach mehr aus. Das ist ein Duft, der eigentlich zur Verpackung nicht dazu passt.
Okay. Und dann, weil ich ja so ein scheiß Händchen für Öle habe, habe ich mir noch ein Öl gekauft. Ich habe das gekauft, weil es Gold ist und weil Safari draufsteht. Das hat mich einfach angesprochen. Davon gibt es auch eine silberne Version. Die haben so viel Shit. Wie gesagt, als ich die Sachen gekauft habe, ich war auf Notino, als es nur diese 4-5 Sachen gab. Und irgendwie, jetzt schaue ich noch einmal drauf und da ist schon so viel drin. Also die Marke hat urviel Shit. Du weißt schon, die Marke, die ich nicht aussprechen kann. So, das hier ist Safari, haben wir gesagt. Safari Gold. 20 Milliliter. Oder? Ja, 20 Milliliter Perfume Oil, 14,20 €. She heavy. Ich muss gerade irgendwie an Cavalli, an Roberto Cavalli denken. Ich weiß nicht wieso. Und da sagen ein paar Girlies, das soll auch mehr was für die reifere Schiene sein. Das ist mehr blumig und erwachsen. Also so ein klassisches Ladylike-Öl. Das wiegt mehr als wie das, Alter. Wow, was haben die da? She heavy. Mach mal da. Da ist Platz. Oh ja, das ist reifer. Das ist etwas Reiferes. Da fehlt dieses Fruchtige, was wir vorhin im Silbernen hatten. Was ist hier drinnen? Bergamotte, Geranium, Moschus, exotische Hölzer, Ylang Ylang, Bernstein und Oud. Das ist ein elegantes Öl. Ich weiß nicht wieso, aber ich habe das Gefühl, dass das ist das Erste, also das, ich habe die Düfte, ich teste die Düfte, diese großen Hauls, das sind immer First Impression Videos bei mir. Und es gibt kein Drehbuch, ich sage, was mir in den Kopf schießt. Was mir in den Kopf schießt, ich habe das Gefühl, das wäre eine verdammt geile Base für Chanel Gabrielle. Ja, 100 Pro, keine Ahnung wieso. Ich habe den Duft nicht, ich habe den Duft in meiner Sammlung, aber ich habe ihn nicht offen, also ich kann damit nicht sprayen. Aber es ist sehr elegant, es ist zurückhaltend, es ist blumig und hölzern. Das Silberne wiederum, das hier ist mehr peppiger und auch lauter und intensiver. Ja, falls du ein elegantes Duftöl suchst, was du irgendwie mit Chanel-Düften layern könntest, Safari Gold. Aber wie gesagt, vielleicht finde ich noch was anderes Geiles, was man damit mischen kann. Du weißt schon. Springen wir rüber zu diesen Tesori de Orient Düften. Ich weiß, da gibt es noch viel mehr. Da gibt es noch so viel mehr, aber wir hier in Austria haben ja nichts. Es dauert ja immer ewige Zeiten, bis irgendwas nach Österreich kommt. Ich weiß, viele von euch, das hier gibt es bei uns. Wir haben hier keinen Rossmann und im DM Österreich gibt es die nicht. Ich weiß, DM Deutschland hat die auch sogar verpackt. Hier bei uns kommen die ohne Verpackung an. Die bekommst du teilweise, ein Teil davon bekommst du auf Notino. Und es gibt auf Amazon sehr viele. Ich habe 2 auf Amazon bestellt. Ich sage auch gleich welche. Das Ding ist nur, auf Amazon gibt es dann teilweise diese 3er-Packung, 6er-Packung, 9er-Packung. Und ganz ehrlich, ich brauche keine 9 Stück von irgend sowas. Also die haben da sehr viel Großpackungen, Portionen von diesen Geschichten. Wieso auch immer. Falls es der Shit ist, vielleicht bestelle ich noch mehr. Aber wie gesagt, in Österreich bekommt man die super umständlich. Und ich habe keinen Italiener um die Ecke, wo ich das kaufen könnte. Also deutschen Kollegen natürlich wie immer im Vorteil. Gott, ich will nach Deutschland so sehr. Müller, genau, das wollte ich noch sagen. Müller hat die Körperpflege, aber die Düfte wiederum nicht. Also Müller, Österreich. Und anscheinend bekommen die das Stück für Stück für Stück. Weil ich habe die Sachen gesehen bei Müller, die Körperpflegesachen. Habe nicht gekauft, dann bin ich wieder zurück. Und als ich 2-3 Tage später wieder dort war, waren ein paar Sachen noch mehr im Regal. Also anscheinend bekommen die da Stück für Stück nach. Aber wie gesagt, es dauert alles immer ewig, bis es nach Österreich kommt. Das sollen Dupes, das sind Düfte, die so, ich sehe da so viel gespaltene Meinungen, viele lieben sie, viele hassen sie, so 50-50, schauen wir mal. Aber fangen wir an mit Persian Dream. Halt die Klappe. So, Persian Dream sollen Dupes sein für, noch einer, Rouge Baccarat, Maison Francis Kurkdjian sollen Dupe dafür sein. Allerdings habe ich gelesen, dass viele sagen, es ist super synthetisch und super stechend. Muss nichts bedeuten. Viele haben auch keine Ahnung. Ich hätte das so im Geschäft, ganz ehrlich, ich hätte das so im Geschäft nie gekauft. Das ist so eine Verpackung, an der ich vorbeigelaufen wäre. Aber wie gesagt, because of TikTok und ich will ja open-minded sein, vielleicht, wieso habe ich das jetzt zugemacht, damit ich es wieder aufmache? Aber vielleicht ist ja das Shit gut und mir entgeht was. Persian Dream, Dupe für Brrkkkkkk. Die Düfte, genau, die Preise. Die Düfte kosten alle ab bis circa so um die 5,90 €. Ein paar sind 6,90, ein paar sind 7,90, ein paar sind 8,90. Ab 5,90 € bekommst du die circa 2 € plus minus. Hängt davon ab, wo du es kaufst.
viel süßer. Ja, es ist in etwa die Schublade, aber es ist kein Dupe. Das ist fruchtig, das ist laut, das ist intens. Was ist hier drinnen? Granatapfel, roter Tee, Amber und Jasmin. Ich glaube, das ist so ein Duft, der schon... Wahrscheinlich macht es hier die Dosierung auch aus, aber ich kann mir gut vorstellen, wenn jemand damit badet, dass es halt schon so ein bisschen was Penetrantes, leicht Primitives hat. Aber je länger ich dran rieche, nö, haut mir jetzt nicht so um. Wobei das Duschgel aus der Linie ist schon geil. Ach, ich muss mit der Körperpflege... Ich weiß nicht, soll ich ein Testvideo mit der Körperpflege machen? Aber ich weiß nicht wie, weil in der Dusche filme ich das fix nicht. Ja, kann man machen, muss man aber nicht. Also Persian Dream hat so ein bisschen was Plumpes, Primitives. Dann Hammam. Hammam habe ich auf Amazon bestellt, weil Notino nicht gehabt. Und Hammam, boah, wenn das stimmt, das könnte so geil sein. Hammam soll ein Dupe sein für Yves Saint Laurent Cinema. Ich finde es ja geil, wenn wir Dupes haben von älteren Düften und nicht nur von Sergio, von Baccarat-Scheiße. Aber das soll nicht nur ein Dupe sein für das hier, das soll ein Dupe sein. Ich habe gelesen, stell dir vor, jemand hat geschrieben, du schmeißt zusammen Cinema mit nimm zwei Fruchtbonbons. Was ja ehrlich gesagt nicht schlecht klingt. Oh. Das hat was. Das ist interessant. Und ja, ich bekomme so ein bisschen nimm zwei Fruchtbonbon-Vibes. Aber was haben wir hier drinnen? Mandarine, Mandelblüte, Zitrone, Orangenblüte, Jasmin, Vanille, Amber, Hölzer und Moschus. Nehmen wir mal an, die Mischung aus Mandarine, Mandelblüte, Zitrone und Orangenblüte und Vanille, das macht's ein bisschen zum Bonbon. Ganz ehrlich, es hat so ein bisschen was Pudriges, was so das andeutet, aber das riecht wie nimm zwei Bonbons. Ich finde es nicht schlecht. Macht Spaß, hebt die Stimmung. Wieso nicht? Ist mal was anderes. Ist nicht der 100. Dupe dafür. Weißt du, was ich meine? Doch, finde ich gut. Ist okay. Besser als wie der rote. Also Persian Dream? Nee. Ja. Dann haben wir Ägyptus. Den habe ich auch auf Amazon bestellt. Der hat sogar so, die haben alle so ein erhabenes oder man kann hier so fühlen wie so Braille. Blindenschrift, die haben hier so, der hier hat so Hieroglyphen und ich bin Opfer für ägyptisches, also Ägypten. Sobald irgendwas ägyptisch ist, fühle ich mich gleich angesprochen. Mag es einfach, ich mag die Geschichte. Ägyptus habe ich bestellt auf Amazon. Hier habe ich jetzt, ich war hierfür auch auf Parfume unterwegs. Ich habe das ist kein eindeutiger Dupe für irgendwas. Ich habe es nicht mitbekommen oder nicht sehen oder nicht finden können, dass das hier ein Dupe ist für irgendwas. Falls du weißt, schreib es in die Kommentare. Hier, das habe ich in ein paar Videos erwähnt, ich will es hier auch nochmal erwähnen. An all diejenigen, die diese Romane, diese, wo du so lang scrollen musst, wo die Leute poetisch irgendwas schreiben und irgendwelche in Reimen sogar auch schreiben, irgendwelche Gedichte reinballern. Was stimmt mit dir nicht, du Affe? Ich gehe echt auf Parfumo, weil ich will echt Schlagwörter, Infos, gezielte Informationen mir suchen. Und dann machst du auf und dann musst du rollen, weil da einer, das hat so gerochen wie meine Oma 1917. Meine Tante hat diesen Hut getragen, er war türkis, sie hat ihn in Frankreich gekauft. Und irgendwie riecht das so wie die Verpackung, wie der Stöpsel von Opium Belle Du. Weil, Mann, da ist so viel Shit. Ich würde das Kommentarfeld, dieses Rezensionsfeld, ich würde das auf Buchstaben limitieren, dass die Affen gar nicht so viel Platz haben, um da jetzt irgendwie Kilometer runterzuschreiben. Das bringt niemandem was. Das ist, wenn du, bist du Poet oder bist du, das nervt mich. Das war jetzt wieder viel Blablabla, was pisst mich an, wenn ich auf Parfumo gehe und ich sehe diese Romane von irgendwelchen Pseudodichtern. Ägyptus. Ich nix weiß. Dupe. Schauen wir mal. Ja, riecht ägyptisch? Riecht geil ägyptisch? Nö. Was haben wir hier drinnen? Bergamotte, Früchte, grüne Noten, Iris, Rose, Jasmin, pudrige Noten, Moschus und Hölzer. Könnte auch ein Naomi John Duft sein. Geld ist gut, Geld ist geil. Hoppla. Ich finde, das sagt nichts aus. Schade, weil Ägyptus und diese Hieroglyphen hier, ich habe mir gedacht, da kommt jetzt was Geiles oder viel Schwereres. Das ist so ein bisschen fruchtig, ein bisschen pudrig, ein bisschen blumig, ein bisschen Schnarch. Dann, hier bin ich jetzt schon wuschig, White
Musk. Das soll ein Dupe sein, der silberne. Also zuerst habe ich mir gedacht, den werde ich fix nicht mögen, weil Moschus synthetisch Overdose. Aber ein paar sagen, es ist ein Dupe für Montal White Musk. Andere sagen, es ist ein geiler Nivea-Duft. Und für ich mag den Duft von Nivea-Produkten allgemein schon sehr, sehr gern. Und das wäre dann halt schon nice. Wieso ist das so? Das ist alles so eiskalt, dabei habe ich die Bude eh eingeheizt heute. Also wie gesagt, ein angeblicher Nivea-Duft. Oh ja. Oh ja. Aber ich glaube, das könnte mein neuer vorm Schlafengehen Duft werden. Er gibt dieses Pudrige, er gibt dieses Eingecremte. Stell dir vor, du bist eingecremt mit irgendeiner Nivea-Scheiße und du tust dann noch einmal so hinterher pudern mit Körpertalg. Nice. Was haben wir hier drinnen? Aldehyde, weiße Blüten, Jasmin, Rose, Moschus und Hölzer. Die gefallen mir bis jetzt am besten. Wenn du irgendwie Nivea magst, checkst du das. Okay, cool, ja. Dann haben wir Ayurveda. Den habe ich auf Notino bekommen. 100 Milliliter, 5,90 €. Das ist dieser Türkise hier. Und das soll ein Dupe sein. Für, habe ich sogar in meiner Sammlung. Wir sprühen aber nicht damit. Kann ich das aussprechen? Wahrscheinlich nicht. Eau de Merveille, Du weißt schon, dieser Hermes-Duft, ich werde es eher einblenden, ich kann das nicht richtig aussprechen. Französisch ist nicht meine Main-Sprache, I'm so sorry. Soll ein Dupe dafür sein? Brauchen wir das? Nicht unbedingt, aber wäre es cool? Ja. Weil wie gesagt, ich finde es cool, wenn wir auch einmal Dupes haben von Düften, die wir nicht ständig sehen. Und wie gesagt, das ist schon cool irgendwie. Mal was anderes, mal frischer Wind. Nee, viel fruchtiger. Aber was haben wir hier drinnen? Zitrone, Orange, rosa Pfeffer, Iris und Zedernholz. Es ist so leicht angelehnt an das, aber im Endeffekt fruchtiger. Zitrone und Orange kommt mir so heftig entgegen. Schön. Ist okay. Ich kann immer noch mehr damit anfangen, als wie mit den beiden hier. She alright. Warte, ich muss das auf die Seite geben. Die waren Mist. Das war geil. Das war alright. Okay. Und da... Bleib da, Alter. Dann... Thalassotherapy. Das soll ja ein Spa-Duft sein. Diese blaue hier. Ich habe auch extra gekauft. Ich habe aus Nostalgie mal wieder gekauft. Als ich das gesehen habe, habe ich... Ich weiß nicht, wieso ich aber an das hier gedacht. War mir sicher, ich werde diese Vibes hier bekommen. Das ist doch auch italienisch, ja. Ist schon geil. Dieses Azura Duschgel, du weißt schon. Ich finde dieses 100 Jahre Special Logo hier mit diesem Baby hier ein bisschen strange, aber okay. Mir gefällt das neue Logo nicht, sagen wir es mal so. Aber wenn der Duft so riecht wie das hier, würde ich schon geil finden, weil ich den Duft... Doch, das ist ein Flashback von früher. Das ist ein geiles Duschgel, was ziemlich stark riecht eigentlich. Aber ich schaue mir die Inhaltsstoffe gerade an und Meersalz und Algen. Ich glaube, das wird nichts. Ja, nö. Ein Kaka. Pfui. Meersalz. Bergamotte, Mandarine, Alge. Salbei, Lavendel, Sandelholz, Harze und Moschus. Das hat diese... Meeresinspirierte Brise, diesen salzigen Akkord, wo es mir alles umdreht. Ich hasse das. Falls du das liebst, falls du diese Mazur Margiela Beachwalk Vibes Salzbrise magst, das geht in die Richtung eindeutig. Das ist nichts für mich, das Gacker. Forest Ritual, auf dem bin ich schon buschig, weil, wer erinnert sich noch an die schwarzen Flaschen von Replica Mazur Margiela, Martin Mazur Margiela ursprünglich, Replica Soul of Forest. Boah, das war so ein richtig geiler, perverser, überladener, boom, 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 Ur-Hardcore-Fichten-Tannenduft. Was haben wir gesagt? Forest Ritual. Ich habe irgendwie das Gefühl, das wird in die Richtung gehen oder in meiner Welt wäre das schon geil. Aber by the way, die wurden ja alle aufgelassen und was viele nicht wussten, die waren von John Galliano, aber L'Oreal wollte das nicht kommunizieren, wieso auch immer. Aber wahrscheinlich wegen dieser Dior-Sache. Okay, Forest Ritual. Was haben wir gesagt? 100 Milliliter, 5,90 €. Notino. Aber laut der Beschreibung ist es ein Barbershop-Duft.
Na, schauen wir mal. Wo ist der Forest, Alter? Nix Forest. Kurz Forest. Ist schön, aber ist nix Forest. Inhaltsstoffe. Ingwer, Zitrone, Rose, Seerose, Amber, Hölzer und Moos. Das ist ein frisches, seifiges, leicht blumiges Geschichtel. 0,00 grün. Also wo ist da, wo ist das Moos, wo ist Green, wo ist Forest Ritual, nix Forest Ritual. Das ist ein Seifen Ritual. Es ist zitrisch, es ist sehr seifig und ein bisschen blumig. Ja, ist nicht schlecht, aber brauche ich das? Nö, ist ein bisschen langweilig. Enttäuschend. Und der letzte, Byzantinum, Notino, 5,90 €, 100 Milliliter. Ich glaube, der wird sehr gehypt auf TikTok. Den habe ich jetzt einige Male gesehen bei vielen TikTokern. Das soll ein Dupe sein für Montal Sweet Oriental Dream. Ist lange her, dass ich den Duft, habe ich den Duft noch in der Nase? Ich weiß es nicht, ich habe ihn nicht zu Hause, aber schauen wir mal. Der sprüht stark. Oh, das ist Yum Yum Yum. Sehr synthetisch Yum Yum Yum, aber nicht schlecht Yum Yum Yum. Was haben wir hier drinnen? Mandel, Zimt, Mairose, Honig, schwarze Rose, Vanille, Kakaobohne, Oud und Peru-Balsam. Peru-Balsam ist immer saugeil. Wobei, wir driften so ein bisschen ab. Wir haben geile Sachen drin, aber wir driften so ein bisschen ab in Richtung El Nabil, in diese süße Durchfallgeschichte wieder. Erster Eindruck ist geil. Erster Eindruck ist wie dieses Kocharoma von, du weißt schon, ich habe ein Video dazu gemacht. Dieses Koch-Back-Aroma von Dr. Oetker. Ich habe jetzt so viel schon auf mir drauf. Erster Eindruck, saugeil. Auch so ein bisschen laut wie Montal. Ach, irgendwie am Duftstäbchen. Ich weiß nicht, wie es auf mir ist. Am Duftstäbchen bin ich jetzt nicht so begeistert, weil es driftet so ein bisschen in diese El Nabil-Schiene. Dieses ursüße, urviele, was dann so irgendwie weird wird. Ich glaube, das wird ein Durchfallduft werden. Ich muss länger damit spielen. Abschließend zu den Tesori de Orient. Ganz ehrlich, White Musk, Nivea-Duft, geil. Und dieser Hammam hier, Richtung Yves Saint Laurent Cinema, aber eher Richtung Nimm zwei Fruchtbonbons. Die stechen für mich absolut raus. Das ist cool, damit kann ich mich begeistern. Irgendwie billig, sorry. Total unnötig. Das kann sonst irgendwas. Das kannst du abfüllen in 50 andere Flaschen und keiner checkt den Unterschied, weil das nichts aussagt. Meeressalzbrise, grotesk, nix. Forest, weit und breit. Und Ayurveda, was haben wir gesagt? Ja, ist okay. Muss es sein? Nein. Also eigentlich, die stechen für mich raus. Byzantinum müsste jetzt länger testen. Das wird mein... Ja. Ich freue mich schon auf die Handseife von dem. Das wird mein neuer vorm Bett zum Schlafen gehen Duft werden. Du weißt schon. Das kommt dazu zu Caudalie und Jean en Provence Lavendel Vetiver. Falls du dir dieses Video nicht angeschaut hast, dann schau dir dieses Video an, weil da erkläre ich viel Shit auch vom letzten Jahr noch. Das war's. Schließen wir das Video ab. Gemischte Gefühle. Dieses Silver Oil hat schon was. Also im Vergleich dazu ist das Silberne echt irgendwie interessant. Je länger es... Nur so schauen, womit ich das mischen kann. Ja, ich habe irgendwie das Gefühl, das wäre kompatibel mit vielen Chanel-Düften. Wieso auch immer. Das sieht geil aus, aber im Endeffekt ist es irgendwie langweilig. Und dieser Memo-Dupe hier, das ist geil. Das ist nicht schlecht. Jo, das war's auch schon wieder von mir. Wie gesagt, ich weiß nicht, wie viele von euch da draußen die Körperpflege von Tesori de Orient interessiert. Der Affe in mir würde gerne irgendwie ein Video machen, wie er das testet. Ich habe keine Ahnung wie, weil ich ziehe mich jetzt nicht aus und filme in der Dusche. Wäre das überhaupt interessant, schreib's in die Kommentare. Schreib in die Kommentare Körperpflege. Daumen runter oder Daumen drauf, dann weiß ich, was abgeht. Und das war's auch schon von mir. Ich kratze die Kurve. Ich hoffe, ich konnte dir mit diesem Video irgendwie helfen. Ich hoffe, ich konnte dich mit diesem Video unterhalten, dir helfen, dir was einreden oder ausreden, wie auch immer. Lass ein Like da. Das wäre ultra, mega, giga. Das wäre super supportive und sozial von dir. Du weißt schon. Lass ein Like da. Schreib irgendeinen Scheiß in die Kommentare. Oh, ich bin heute überdreht, aber wie gesagt, ich muss heute viel machen. Deswegen lass ein Like da. Schreib was in die Kommentare. Aktiviere die Drecksglocke, damit du weißt, wann ein Video online geht, weil ich habe keine fixen Tage und somit weißt du Bescheid, wann ein Video online gegangen ist. Und abonniere diesen Dreckskanal. Du weißt schon. Das war's. Ich kratze die Kurve. Wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Bye.
Oh yeah, Butter.